Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, und wie ihr hört, es regnet. Es regnet. Und zwar geht es heute um den Kia. Wir haben ja die Plakette bekommen, aber wir hatten ja hinten irgendwie Rad schleift, ist nicht mehr ganz so freiläufig gängig und so weiter und so fort. Auf dem Bremsenprüfstand waren die Werte in Ordnung. Ich hatte sie in dem anderen Video schon gesagt, verlinke ich euch unten, müsst ihr euch dann unten entsprechend mal anschauen. Das heißt, wir machen jetzt hier das Ding soweit wieder flott. Das Ding kriegt einen Service. Also ich sag mal, in dem Fall sind wir ja so wenig gefahren oder ist so wenig gefahren worden, dass wir Innenraum, Luftfilter und Gedöns, das lassen wir alles. Wir werden also nur Ölwechsel mit Filter machen. Das werde ich jetzt aber nicht großartig verfilmen, weil Ölwechsel mit Filter ist eben Ölwechsel mit Filter. Ne? Kennt ihr also zum größten Teil alle selber. Und was wir auch hinten hatten, ist Wischerblatt, ja, und eine Kennzeichenleuchte, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt so mega spannend für euch, aber ich dachte, wir machen zusammen die Bremse hinten. Und zwar ist es eben so, ja, das Ding hat auf jeden Fall die Plakette bekommen, aber wenn man den Leuten vernünftig erklärt, warum es ratsam wäre, das trotzdem zu machen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann lassen die Leute das auch machen. In dem Fall haben wir jetzt Baujahr 2006. Das Ding ist also praktisch 14, 15 Jahre alt. Erste Bremse ist drauf, und dass da natürlich in den Führungen mal was fest sein kann, dass die Bremsklötze natürlich warm, kalt, 16 Winter mitgemacht und so weiter und so fort. Und da muss sowas nicht unbedingt abgefahren sein, sondern es wird irgendwann einfach so, dass sowas einfach im Ganzen einfach festgammelt. Ja? Ist jetzt in dem Fall so. Und da das Auto aus dem Sauerland kommt, ja, wo vielleicht auch immer noch ein paar Grad weniger sind, wo auch noch ein Tacken mehr Schnee liegt, ist es natürlich so, wenn das Auto dann lange steht, pappt alles fest, und ne, wenn du dann ältere Generation, weiß dann vielleicht auch sich nicht gerade so zu helfen. Also machen wir den Samo neu, obwohl die Belachstärke noch in Ordnung ist. Das, was mir aufgefallen ist, es gibt zwei unterschiedliche Ölfilter. Die kosten aber nichts, deswegen habe ich beide bestellt. Und ja, ich glaube, wir machen jetzt gemeinschaftlich die Bremse. Das ist das, was ich euch ganz gerne in diesem Video zeigen wollte. Ich denke mal, das ist genauso, wie es bei vielen anderen Autos auch ist. Aber schauen wir mal. Und deswegen sage ich, los geht's. Ich stelle euch quasi um und sage Attacke. So, hier habt ihr jetzt, ne, also das ist schon ein bisschen mit Kraftaufwand. Das Rad bleibt sofort stehen, da dreht sich nichts. Ja, das ist also wirklich schleifend, und wenn das dann im Winter alles so ein bisschen einfriert, oder kann es einfrieren, ist das Ganze nicht so gut. Okay, das heißt, drüben zeige ich euch das auch noch mal eben. Hier sieht das Ganze, ja, hier sieht das Ganze besser aus. Man kann das Rad also so ein bisschen länger drehen, und so muss das Ganze sein. Hier war noch ein Nagel im Reifen. Wo ist er? Den habe ich weggemacht. Wo habe ich den Stopfen denn reingemacht? Ich habe eine reingemacht, das weiß ich. Habe ich so super abgeschnitten, das Ding, dass man das gar nicht mehr sieht. So muss das sein. Ja, da ist er. Nee, da ist er nicht. Wo ist er denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe das. Da ist er. Ja? Sieht also aus, als wäre derjenige über einen Kaugummi gefahren. Und hält, kennt ihr ja mittlerweile, verlinke ich euch trotzdem noch mal unten runter. Gab es in der Vergangenheit immer viel Diskussionen, verwende ich ja, nein. Ne? Dann hat man immer so die ganzen Reifendienste auf dem Kanal, die sagen, oh Gott, Gott, kannst du nicht machen, und fällt raus bei hohen Geschwindigkeiten, oder fällt raus, wenn der Reifen sich abnutzt. Das sind alles Dinge, die ich persönlich nicht nachvollziehen konnte bisher. Hm? So, jetzt machen wir Bremsklötze mit Scheiben. Los geht's. Hier in dem Fall ist die Radkappe mit an den Radschrauben dran. Hat natürlich den Vorteil, dass man sie dann nicht verlieren kann. Ne? So muss das Ganze sein. Ja, ist natürlich alles ein bisschen moderig hier schon wieder im Radhaus. Aber das kriegen wir hin, denke ich mir. So, Radkappe ist hier dran. 1, 2, 3, 4, und das ist ab. Und ihr seht, eigentlich von der Belagstärke her noch okay. Eigentlich auch hier, ja, noch gar nicht so, sieht gar nicht so alt aus. Ne? Aber sie sagt, da ist noch nie was dran gemacht worden. Kann natürlich auch sein, dass hier die Führung in dementsprechend vielleicht in Anführungsstrichen festsitzen. Das werden wir gleich alles sehen. Aber Belagstärke her und Bremsscheibe ist eigentlich an sich okay. Ne?
Aber wir gehen auf Nummer sicher, wir machen ihr das jetzt neu und dann wird sie wahrscheinlich bis an ihr Autolebensende, na, wenn das wieder 16 Jahre hält, dann ist das auch gut. In diesem Fall haben wir jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, 14. Also es ist nicht so dieser Klassiker 13, sondern es ist 14. Jetzt machen wir das Ding mal ab und mal gucken, ob wir die Bremsscheibe gleich auch vernünftig abbekommen. Hier können wir natürlich nicht mit unserem Topfschleifer drauf gehen, weil wir haben jetzt hier die Stehbolzen, deswegen müssen wir uns mit einer Drahtbürste zufrieden geben. Und ja, legen jetzt quasi hier los. Und machen hier die Schraube ab. Perfekt. Das geht auch wunderbar raus. Mal gucken, ob wir das Ding schon so abkriegen. Andernfalls müssen wir mal den Schraubenzieher holen. So. Ja. Mal gucken jetzt hier, ob wir da noch was aushaken müssen. Nein, brauchen wir nicht. Also ihr seht, von den Bremsklötzen her ist das Ding noch wirklich gut. Aber wenn so ein Auto dann mal... So, die machen wir auch. Die machen wir auch hier wieder sauber. Eins, zwei. Und machen auch hier jetzt hier den Bremsträger ab. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Auch 14. Oh, alles ein bisschen bröselig hier, ne? Um 1. Gucken mal hier unten drunter, ob wir hier auch dran kommen. Also, das sind zwei mit 14er Schlüsselweite. So, bevor wir das natürlich jetzt hier gleich drehen, müssen wir natürlich gucken, ob hier die Manschette heile ist. Seht ihr das? Ah, ich kann die Kamera jetzt nicht weiter rumstellen, aber die Manschette sollte hier natürlich heile sein. Das sieht gut aus. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal ab. So. Nummer 1 und hier unten Nummer 2. Ich mache das jetzt parallel mal eben drüben auch schon. So, dann haben wir nämlich den Träger jetzt hier schon ab. Immer mal darauf achten, ob die Schrauben gleich lang sind. In dem Fall sieht das so aus, ne? Also die beiden Schrauben, die war unten. Na, komm schon her. Und die war oben. Das sind die Führungsbolzen hier. Da ist eigentlich auch noch super Fett dran. Wundert mich an sich. Ja, eigentlich sieht das super aus. Ist noch super gängig, ist auch noch super fett dran. Brauchen wir großartig gar nicht sauber machen. Hier drin. Müssen allerdings nur darauf achten, dass die Manschette hier wieder richtig drauf sitzt. Ne? So. Die Fläche machen wir natürlich jetzt hier gleich sauber. Ich nehme das jetzt erstmal drüben alles auseinander. Und dann sehen wir hier weiter. Ja, ich habe jetzt natürlich im Eifer des Gefechts die Kreuzschildschraube hier vergessen. Also müssen wir das jetzt hier ein bisschen anders machen. Ich nehme jetzt hier eine Gripzange und dann geht die Sache eben hoffentlich so los, dass wir einen Hammer nehmen, einen Kreuzer nehmen und hoffen, dass wir sie losbekommen. Jawohl, da ist sie schon. Und die geht im Ganzen sogar schon los, das ist perfekt. Und die können wir jetzt quasi schon abmachen. Ah, hier ist natürlich noch eine Rostkante drum, aber so sieht das Ganze noch ganz gut aus. Also, dass sie jetzt so leicht abging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Ding mal hier so ein bisschen sauber. Aber so gammelig ist die wirklich nicht, ne? So. Und jetzt müssen wir Folgendes machen. Ich mache das jetzt extra, weil die Bremsscheibe ab ist. Ihr seht hoffentlich hier den Bremskolben. Der hat zwei Punkte bzw. zwei Anfasungen, wo letztendlich auch das Rückstellwerkzeug reinkommt. Und wichtig ist, dass ihr die
wenn ihr den zurückdreht, auch immer wieder so hinstellt. Also praktisch waagerecht, zeige ich euch nochmal. Also, jetzt sind die beiden Sachen waagerecht, okay? Und das ist wichtig, das zeige ich euch gleich auch, warum das so ist. Und wenn ihr den jetzt zurückdreht, wir drehen den jetzt in dem Fall rechts rum zurück, könnt ihr den natürlich an jeder x-beliebigen Stelle zurückdrehen oder aufhören. Wichtig ist natürlich ganz einfach, dass ihr den Sattel später drauf bekommt und dass diese Sache praktisch so steht, wie sie jetzt steht. So, das Rückstellwerkzeug, das kennt ihr ja mittlerweile. Das ist immer so das Erste, was ich mir anschaffen würde. So. Machen wir jetzt hier drauf. Und wir drehen rechts rum, in der Hoffnung, dass wir das gut hinbekommen. Und dass der sich gut zurückdrehen lässt. In dem Fall ist es ein bisschen schwergängig. Aber das kriegen wir noch hin. Ja, der kommt. Perfekt. Ja, wenn der sich jetzt gefühlt 15 Jahre lang nicht richtig gedreht hat. So. Und jetzt müssen wir den so hindrehen, dass der wieder waagerecht ist. Fehlt noch ein Stück. Ja, jetzt stimmt's wieder. So sieht das Ganze doch wieder ganz gut aus. Ja, also der ist jetzt ganz zurück, aber ist wieder in dieser Position. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir hier die Klammern ab. Die Klammern habe ich übrigens neu gekauft. Das ist in dem Fall auch wichtig, weil die nicht immer bei den Bremsklötzen dabei sind. Und manchmal sind die so verbogen, dass man die Bremsklötze nur schwer montiert bekommt. Jetzt machen wir die Auflageflächen sauber. In dem Fall nehme ich jetzt hier eine Messingbürste. Ihr könnt aber auch eine Drahtbürste nehmen, das ist egal. Ich habe jetzt gerade die hier zur Hand und werden jetzt quasi das hier einfach so ein bisschen sauber machen. Ja, man muss da nicht von essen können, aber es wäre schon schön, wenn der Bremsstaub dementsprechend verschwinden würde. Ihr seht auch, dass das Ganze so ein bisschen anfängt zu dampfen eben. Ne? Das ist also praktisch der Staub oder anfängt zu stauben. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr das nicht alles so volles Brett einatmet. Ich würde euch empfehlen, nicht mit Pressluft an einer Bremse zu arbeiten. Das macht man nicht, auch wenn da kein Asbest mehr drin ist, ist das nicht gerade gesundheitsförderlich. Und das schrubben wir jetzt mal hier so ein bisschen sauber. Und ich glaube, dann haben wir schon. Einmal mit einem Lappen drüber, also das ist jetzt wirklich nicht das mega Problem. Solltet ihr aber haben, denn wenn ihr die jetzt einfach so wieder da rein macht, dann klemmen sie natürlich auch wieder. So, dann natürlich jetzt hier die entsprechende Anti-Quietschpaste. Wichtig, dass ihr auch alle Stellen in dem Fall richtig trefft und dass ihr das natürlich alles später nicht an der Bremsscheibe kleben habt. Also praktisch wie bei jedem anderen Auto auch. Und jetzt kommt die Sache, zeige ich euch. Ich habe jetzt hier die Klammern, die habe ich neu. Die passen, wenn sie richtig sind, auch nur einmal. Und so sieht das Ganze natürlich auch schon viel besser aus. Müsst ihr mal aufpassen, ob diese Sachen dabei sind oder nicht. Und dann gegebenenfalls mit dazu bestellen. So, die Dinger nehmen wir raus. Wir putzen etwas ab, hier ist kein Wasser reingelaufen, das ist alles noch weit in Ordnung. Ich nehme dann immer hier dieses Lithiumfett, das ist dafür sehr gut geeignet, das braucht auch nicht so dick sein. Ja, das ist einfach wichtig, dass das Ganze so ein bisschen trägt und schmiert. Einmal so klein da rein, damit wir das Ganze durchdrücken und dann geht es auch schon los. So, das war Nummer 1. Und ihr seht eben auch, dass ihr das nacheinander machen solltet, einfach nur, weil die eben auch unterschiedlich sind. So, hier so ein bisschen dran, hier einen kleinen Striezel drauf, fällig, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das wieder reinzumachen, so ein bisschen hin und her bewegen und drehen. Ja, das würde ich doch sagen, ist doch schon mal sehr, sehr gut. Jetzt zeige ich euch mal eben die Bremse von drüben. Ich hatte sie ja drüben schon fertig und so sah der Bremsklotz von der Rückseite aus. Also ihr seht, das ist total vergammelt
und das ist auch nicht wirklich ganz so schön. Worauf ihr aber achten müsst, und das ist eben eigentlich das Wichtige daran, ich hatte ja gesagt, ihr müsst den Bremssattel in eine bestimmte Position zurückdrehen, okay? Und das ist eben vielleicht der Unterschied, oder darauf solltet ihr dann letztendlich auch achten. Ihr seht zum Beispiel, dass hier so Punkte drauf sind, so ein Noppen, ja, oder so, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein. Aber ihr seht hier solche Dinger. Und ihr seht, auf der anderen Seite ist auch welcher. In dem Fall ist jetzt nur einer drauf. Und deswegen ist es wichtig, an den alten Bremsklötzen zu schauen, was wo gesessen hat. In dem Fall ist es jetzt so, dass der mit den Zweien entsprechend nicht zur Kolbenseite kommt und der mit dem Ein zur Kolbenseite kommt. Also das Verschleißding sitzt innen, und ihr müsst natürlich jetzt den Sattel so ansetzen, dass diese Kerbe, wo man auch mit dem Werkzeug reingeht, direkt hier drin sitzt. Okay? Es ist also nicht egal, welcher Bremsklotz wo sitzt. Bei vielen Fahrzeugen ist das egal, aber gerade bei Koreanern, Japanern müsst ihr immer mal so ein bisschen im Hinterkopf beachten, halt Stoppbremse hinten, da gibt es manchmal so solche Sachen, und darauf muss man dann letztendlich achten. Ja, hier kann man jetzt nicht mehr wirklich viel erkennen. Ja, ihr seht, das Ding dann, ja, ist auch hier schon ein bisschen fertig irgendwie, keine Ahnung. Also sieht nicht mehr so lustig aus, und ich glaube, wenn man sich jetzt mal die Belagoberfläche anschaut, da ist immer viel mit los. Ja? Obwohl wir jetzt TÜV gekriegt hätten, obwohl die Bremse in den Sollwerten gewesen wäre, glaube ich, ist das doch eine viel, viel geilere Sache. Und man kann denjenigen dann auch wirklich 2 Jahre wieder Ruhe auf die Reise schicken. Und jetzt baue ich immer die Bremse hier zusammen, weil dann habe ich es nämlich leichter, den Sattel später drauf zu machen. Ich mache jetzt immer hier noch so schön was an die Ecken, obwohl, wenn da ein Blech dran ist, dann braucht man das in der Regel nicht. Aber ich mache es immer noch so, und jetzt kann man nämlich die schon hier so weit zusammensetzen, und das Ding hier kommt mit den Zweien, kommt nach außen. Zackabum. So. Wir haben alles sauber gemacht, und wir haben die Führung gefettet, alles ist sauber, alles ist eingeschmiert, wir können das jetzt wieder zusammenbauen. Auch hier auf der Seite, ne, könnt ihr erkennen, wie spröde der Belag schon geworden ist. Ja, da ist nicht mehr viel mit los. Und ihr seht, auf der Kolbenseite ist der mit dem Ein, ne, hier ist schon die ganze Sache ab, und auf der Trägerseite, also auf dieser Seite hier, ist der mit den Zweien. Bremsscheibe wieder drauf. So, machen wir hier auch ein bisschen Antiquietsch drauf. Dann kriegt man das auch irgendwann nochmal ab. Die Frage ist, muss man das noch jemals wieder abmachen? Aber ich glaube, das ist ganz, ganz einfach. So, die braucht auch nur das Eigengewicht halten. Die braucht man nicht sonderlich festziehen. Einfach handwarm, und dann ist gut. Können wir das Ding hier wieder dran schrauben, und dadurch, dass wir die Bremsklötze schon da rein gemacht haben, sollte die Montage jetzt leichter gehen. So geht das dann immer einen Tacken besser. Nummer 1. Und gucken jetzt hier Nummer 2. Einfach jetzt festziehen. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr eben das so rein macht, dass der Bremsklotz richtig in der Führung drin ist. Drüben ging es ganz leicht. Was ist jetzt hier? Da ist er. So, also so drauf schieben. Haben wir weit genug zurückgedreht? Ja. Das heißt, gleich noch ganz genau schauen, ob der Bremsklotz, das seht ihr, wenn ihr von oben oder von unten reinguckt, richtig sitzt. Nummer 1 und Nummer 2. Alle Schrauben anständig festziehen. In dem Fall jetzt mit dem 14er.
anziehen und dann nachher mit dem entsprechenden Drehmomentschlüssel und den entsprechenden Drehmoment festziehen. Die gängigsten Werte findet ihr überall irgendwo im Netz. So, finale Kontrolle. Ja, wir machen jetzt das Rad drauf und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze so bewegt. Bevor ihr natürlich losfahrt, wie immer, zwei, dreimal auf die Bremse treten, Handbremse dabei ziehen, immer im Wechsel, ne? Manchmal parallel, manchmal im Wechsel, so 4-5 Mal. Und Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind jetzt natürlich noch nicht gefahren, deswegen ist das jetzt vielleicht kein, hat das jetzt noch nicht keine ganz so hohe Aussagekraft, aber das Rad lässt sich auf jeden Fall, zeige ich euch. Ja, ihr seht, das dreht sich jetzt natürlich schon wieder frei. Hier auf der Seite auch wunderbar. So Leute, letztendlich war es das jetzt auch erstmal in diesem Video und ihr seht eben 16 Jahre alte Bremse. Auch wenn sie nur 40.000 Kilometer drauf war, ich glaube, das war schon gerechtfertigt, sowas zu machen. Und ihr seht eben, dass die Toleranzen eben so groß sind, dass ihr wirklich noch eine frische Plakette bekommt, aber es auch eigentlich nicht mehr wirklich viel bringt. Ja, und da dieses Auto immer nur sehr sporadisch bei mir hier ist, ja, also quasi einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre, machen wir das natürlich alles mit. Und dann kann das Auto wieder im Sauerland durch die Gegend fahren. Und ja, wir müssen natürlich jetzt noch Kennzeichen, Leuchte, Wischerblätter, Pipapo und Ölwechsel. Das mache ich jetzt ohne euch, deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Oh, leider schon zu Ende das Video, aber das nächste kommt bestimmt. Deswegen würde ich dich ganz gerne bitten, einfach mal einen Daumen nach oben zu geben, einen Kommentar zu hinterlassen und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, einfach mal den Abo-Button drücken, denn dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Wenn du Lust hast, kannst du gerne auf kargraf.de mal schauen. Da habe ich diverse Fragen schon beantwortet. Wir haben auch unter kargraf.store die ersten Produkte, die du vielleicht gut gebrauchen kannst. Auf den Social Medias bin ich auch. Das blende ich euch auch entsprechend hier unten ein. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt wirklich final Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.